Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu Unicorn. Nicht wundern, heute mal in weiß, nicht in schwarz. Das schwarze T-Shirt habe ich gerade schon durchgeschwitzt, weil hier oben ist es einfach schweinewarm. Die Sonne scheint hier direkt aufs Dach. Wir sind hier in der Dachspitze quasi. Und ja, könnt ihr euch ja denken, dass es richtig warm hier oben drin ist. Ja, aber wir wollen heute mal auf das Thema Lifting eingehen. Ja, was ist ein Lifting eigentlich? Ein Lifting ist, wenn eine Frau oder ein Mann zum Arzt geht und sich das Gesicht einmal komplett bis zum Arsch runterziehen lässt. Ja, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris. Haha, witzig, ne? Das war natürlich nur ein Scherz. Ein Lifting ist natürlich Luft unterm Gel, zwischen Gel und Nagel. Und ja, ich weiß nicht, wer auf den Namen gekommen ist. Ich finde ihn eigentlich bescheuert. Ich würde es eher Luft unterm Gel nennen. LUG, also Luke vielleicht. Nennen wir ihn Luke. Okay, das heißt ab jetzt Luke bei mir. Also wer einen Luke-Nagel hat, darf gerne dieses Video bis zum Ende anschauen. Ja, viele von euch wollten wissen, was tue ich, wenn ich ständig einen Luke-Nagel habe. Ja, da gibt es natürlich mehrere Faktoren, die da reinspielen und wir wollen heute mal so jeden Faktor einmal beleuchten, erklären, wie er geschieht und was man am besten dagegen tun kann. Also, wir starten hier mit Faktor Numero Uno. Faktor Nummer 1 ist meistens, dass der Nagel nicht richtig angeraut ist. Das heißt, das Gel hält nicht auf einer glatten Oberfläche. Das Gel braucht eine angeraute Oberfläche, wo es sich reinsetzen kann. Und ja, da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr jede Ecke wirklich auch an den Seiten, in den Rändern vernünftig anraut, so dass sich das Gel, egal welches Gel ihr benutzt, jetzt ein Einphasengel oder ein Dreiphasengel, richtig in den Nagel reinsetzen kann. Faktor Nummer 2 ist meist, dass Gel auf Haut, Nagelhaut oder unsichtbare Nagelhaut aufgetragen wird. Da die Nagelhaut natürlich nicht mit dem Nagel mitwächst und eine sehr instabile Oberfläche ist und der Nagel dann rauswächst, kommt da schnell Luft runter und ja, das ist natürlich einer der häufigsten Faktoren, die da falsch gemacht werden. Ja, dem Ganzen beugt ihr am besten vor, indem ihr die grobe Nagelhaut schon einmal mit einer Nagelhautschere wegschneidet. Wenn es wirklich viel Nagelhaut ist, ansonsten reicht es, wenn ihr sie zurückschiebt. Probiert es am besten erstmal an euch selber aus, so dass ihr wisst, wann Nagelhaut anfängt und wann auch der Schmerz anfängt. Nicht, dass ihr bei der Kundin zu viel wegschneidet, denn da kann auch sehr viel schief gehen. Da können dann Entzündungen entstehen und alles Mögliche. Deshalb wirklich vorsichtig mit der Nagelhautschere umgehen. Dann müsst ihr natürlich auch noch die unsichtbare Nagelhaut entfernen. Das könnt ihr mit einer Fräse machen und einem Diamantaufsatz. Dabei natürlich auch vorsichtig sein, nicht die Kunden verletzen und auch wieder an euch selber erstmal ausprobieren, damit ihr wisst, wie sich das Ganze verhält und anfühlt. Oder ihr macht es mit einer Feile oder mit einer solchen spitzen Feile. Das ist jetzt ein Rosenholzstäbchen und auf der anderen Seite ist eine ja, angeraute Fläche. Damit könnt ihr super in Ecken das Ganze wegfeilen, vorsichtig natürlich. Und ja, wie gesagt, damit kommt ihr super in Ecken, könnt es auch wunderbar anrauen den Nagel und perfekt vorbereiten. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr mit keiner Gelschicht auf die Haut kommt. Egal ob Aufbaugel, Haftgel, Versiegelung, Farbgel. Ihr solltet immer versuchen, nicht auf die Haut zu kommen. Und wenn ihr auf die Haut gekommen seid, dann auf jeden Fall das Ganze wegfallen. Zum Beispiel, wenn das Aufbaugel irgendwie rübergerutscht sein sollte auf die Haut, dann müsst ihr das auf jeden Fall entfernen, weil das ist meistens der Punkt, wo dann auch die Luft entsteht. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, wenn die Kunde sich die Nägel lackiert hat. Das heißt, sie sind rausgewachsen und sie wollte das so ein bisschen kaschieren, hat einen Klarlack drauf gemacht oder einen Farblack. Hier reicht es meistens nicht, wenn ihr einen Nagellackentferner benutzt, denn damit kommt ihr nicht wirklich gut in die Ecken rein. Hier solltet ihr auch wieder so ein kleines praktisches Teil benutzen oder wie gesagt ein Diamantbit auf der Fräse. Denn Gel hält nicht wirklich gut auf Nagellack.
da es zwei verschiedene Systeme sind. Und ja, auf jeden Fall jeden Nagellackrest entfernen, besonders da, wo das Gel zum Naturnagel übergeht. Das heißt wirklich in den Ecken einmal komplett sorgfältig das Ganze entfernen. Noch ein Faktor ist, wenn die Kundin schiefe Nägel hat. Das heißt Nägel, die nach oben wachsen, nach unten wachsen, zur Seite, links, rechts, Knicke im Nagelbett sind. Das sind alles Faktoren, wo schnell mal ein Lifting entstehen kann. Denn wenn der Nagel in eine andere Richtung wächst, als das Gel möchte, gewinnt immer der Nagel und dadurch entstehen halt schnell mal Liftings. Ja, dagegen kann man leider nicht so viel tun. Ich würde euch empfehlen, ein flexibles Gel zu nehmen und den Nagel auf jeden Fall perfekt vorzubereiten, damit das Ganze sich schön in den Nagel reinsetzen kann und vernünftig hält. Dann, wie gesagt, ein flexibles Gel, damit das Gel so ein bisschen mit dem Nagel mitarbeiten kann und sich nicht so schnell ablöst. Ein weiterer Faktor ist dann auch wieder der fettige Nagel. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass die Kundin sich nicht die Hände vorher eincremt, bevor sie zu euch kommt. Ganz wichtig, denn Gel hält einfach nicht auf fettigen Nägeln. Ganz klar, das ist kein vernünftiger Untergrund, wo das Gel dann drauf haften kann. Das Ganze trifft natürlich auch auf feuchte Nägel zu. Das gibt es auch ganz gerne, vor allem bei jungen Mädchen. Die haben auch meist sehr feuchte Nägel und auch relativ fettige Nägel. Kann vorkommen, muss aber nicht sein. Hier würde ich wirklich einen Primer empfehlen, den generell benutzen auf jeden Fall, und einen Dehydrator. Der zieht die Feuchtigkeit aus dem Nagel und der Primer richtet die Nagelfläche auf, so dass sich das Gel in den Nagel reinsetzen kann. Nachdem ihr den Nagel mit Primer und Dehydrator eingestrichen habt, dürft ihr natürlich nicht mehr mit eurer Haut an die Nägel der Kundin kommen. Ganz wichtig, weil ihr habt Eigenfett an den Fingern und sobald ihr das auf die Nägel schmiert, könnt ihr wieder von vorn anfangen, denn wie gesagt, Gel hält nicht auf Fett. Genauso müsst ihr an die Kundin so ein bisschen appellieren, dass sie nicht mehr mit den eigenen Fingernägeln sich durch die Haare geht, in der Nase bohrt, im Gesicht kratzt, wie auch immer, denn das wird genauso wenig halten. Dann gibt es natürlich auch noch den Faktor Krankheiten, zum Beispiel Diabetes. Bei Diabetes produziert der Körper Aceton und dieses Aceton löst den Nagel ab. Hierbei ja, gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, außer Gel hält meistens besser als Acryl. Das sind so die Erfahrungswerte, die ich meistens gelesen habe oder auch meine eigenen sind. Ja, da könnt ihr einfach nicht viel machen. Es kann halten, es muss aber nicht halten. Deshalb fragt vorher eure Kundin, ob sie Krankheiten hat, irgendwie Diabetes oder Schuppenflechte, was auch immer. Und euch darauf schon mal einstellt, dass es nicht halten könnte. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht weiter ausführen, denn das ist so ein Riesenthema, Krankheiten. Das werden wir vielleicht nochmal in einem eigenen Video machen. Dann gibt es auch noch den Faktor, dass sich Naturnägel vorne spalten. Hier solltet ihr die lose Nagelschicht auf jeden Fall abtragen. Das sind meistens an der Spitze 1-2 mm. Und wenn ihr dann die Gelmodellage macht, auf jeden Fall das Gel bei jeder Schicht einmal komplett um die Spitze einmal herumlegen, so dass das Ganze auch von unten ein wenig haften kann und so müsste das Ganze dann auf jeden Fall 3 Wochen halten. Wenn ihr den Nagel auffüllt, müsst ihr natürlich auch alle losen Stellen des vorherigen Gels abmachen. Das heißt, wenn schon mal ein Lifting drunter ist unter dem Gel, das auf jeden Fall entfernen, denn die neue Modellage hält auf keinen Fall auf schon losen Stellen. Dann ist natürlich auch noch ein Faktor das richtige Material, denn nicht jedes Gel hält bei jeder Kundin gleich gut. Hier ist es zum Beispiel bei einer Neukundin, bei der das Gel oder Acryl nicht richtig hält, so ein bisschen eine Reise zur perfekten Abstimmung. Da müsst ihr wirklich mal so ein bisschen rumprobieren, mal ein Einphasengel benutzen, mal ein Dreiphasengel benutzen, mal den Primer wechseln, einen Dehydrator benutzen, also wirklich mal alles so ein bisschen durchprobieren, was ihr bei euch im Studio habt. Also ich hatte es bis jetzt, ich glaube bei einer Kunde nur, dass ich es nicht geschafft habe, dass der Nagel hält. Ansonsten gibt es immer irgendwie eine Lösung, das Ganze zum Haften zu kriegen. Wie gesagt, es ist so ein bisschen rumprobieren. Ich hatte zum Beispiel eine Kunde, da habe ich durch Zufall herausgefunden, dass das Gel bei ihr nur hält, wenn ich das Haftgel weglasse. Fragt mich nicht, wieso es gehalten hat ohne Haftgel. Ich kann es euch nicht sagen, aber es hat funktioniert. Also wie gesagt, probiert es einfach ein bisschen aus.
Dann der letzte Faktor, der mir zu diesem Thema einfällt, ist natürlich auch, wie geht die Kundin mit ihren Nägeln um? Ist sie viel im Wasser? Benutzt sie scharfe Reinigungsmittel? Knabbert sie an den Nägeln rum? Knibbelt sie an den Nägeln rum? Das sind alles so Sachen, da müsst ihr so ein bisschen an die Kunden appellieren, dass sie das nicht mehr tun. Wenn sie viel im Wasser sind, sollen sie Handschuhe benutzen. Oder wenn sie scharfe Reinigungsmittel benutzen, auch Handschuhe benutzen. Das hängt dann immer so ein bisschen auch von der Kundin ab. So, das war es jetzt auch schon mit unserer kleinen Reise durch die verschiedenen Lifting-Arten und wie man sie am besten bekämpfen kann. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und habt auch einen Mehrwert dadurch. Wenn ja, dann gerne share, teilen, liken, abonnieren, Daumen nach oben, alles, was ihr möchtet. Auch gerne einen Kommentar da lassen natürlich. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer bleibt sauber, macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.